Der Winter steht schon vor der Tür. Die SBB hat darum alle nötigen Vorkehrungen getroffen. Sowohl bei Kälte als auch bei Schnee muss der Betrieb zuverlässig funktionieren. Das haben wir geschafft, indem wir eben die Betriebsbereitschaft per 15. Oktober gestartet haben, sodass eben alle Anlagen funktionsfähig sind, um eben auch bei schlechten Wetterverhältnissen, das heißt bei Schneefall und bei kalten Temperaturen, einen sicheren Betrieb gewährleisten zu können. Im Winter müssen vor allem die rund 7.500 von 15.000 Weichenheizungen von der SBB in Betrieb gesetzt werden. Durch die Weichenheizung wird sichergestellt, dass die Eisenbahnweiche nicht eingefriert. Die Heizungen funktionieren automatisch und signalisieren durch Sensoren mögliche Probleme. Bei sehr tiefer Temperatur und starkem Wind wird es aber problematisch. Bei den Weichenheizungen selbst ist dann der Fall, dass die Wärme zu schnell weggeblasen wird. Und dann ist es einfach nicht mehr möglich, das Ganze automatisch zu beheizen. Weichen können nicht mehr sauber schließen und es kann zu Verspätungen kommen. Zu Verspätungen kommen es aber statistisch gesehen nicht mehr als im Sommer. Bei der SBB steht aber noch mehr auf dem Plan, denn das grosse Ziel ist, im Jahr 2025 den Energiebedarf um 20% zu senken. Erreichen will das die SBB mit verschiedenen Massnahmen. Dort, was möglich ist, wird die SBB von Gas auf Stromheizungen umstellen. Und gleichzeitig wird seit dem September das erste Mal eine geothermische Weichenheizung eingesetzt. Das Besondere an der geothermischen Weichenheizung ist, dass sie sozusagen gratis Energie, die im Erdreich ist, durch eine Erdwärmesonde entzieht. Und diese Wärme wird dann an die Schiene gebracht. Das heißt, diese Anlage ist deutlich effizienter, was den Energieverbrauch angeht. Ob dann die geothermischen Weichenheizungen vermehrt eingesetzt werden, wird nach der Auswertung des Projekts entschieden.